Was geht, Leute? Meine Leute, Danny. Justin. Welcome back zum neuen Video. Ich bin wieder Simpsons Hit and Run mal wieder. Die gestrige Folge kam ziemlich gut an und wir befinden uns momentan im Arbeitsplatz, wo wir quasi die Kameras jetzt stören müssen, damit wir schlafen können. Weil ich meine, wir können nicht schlafen, wenn die Kameras an sind, schätze ich mal. Ist das das erste? Oh. Okay, ich glaube, die Energiekopplungen sehen also so aus. Okay, gut zu wissen, kann ich das drücken? Nice. Komm ich da hoch? Ich liebe es, sinnlos Knöpfchen zu drücken. Ja, das glaube ich dir, dass du das liebst, wirklich. Aber das Spiel ist ziemlich cool und ich war ziemlich froh, dass es gut ankam, weil ich meine, das Spiel ist der absolute Hammer. Also, okay, wir müssen erstmal alle Kameras stören, damit wir endlich schlafen können. Weil ich meine, wer will nicht bei der Arbeit schlafen? Das ist das Beste, was man tun kann. Hier noch eine Energiekopplung. Ach, die mag sowieso keiner. Dich mag auch keiner. Okay, Spaß. Ich glaube, dich mag jeder. Ja, dich mag definitiv jeder. Aber okay, es sind noch ein paar übrig. Noch ganz genau 4. Oh mein Gott. Das ist gerade nicht passiert, oder? Oh mein Gott, okay. Kann ich hier hoch? Ich glaube, ich kann hoch. Okay, nice. Sehr, sehr gut. Nein! Oh, ich habe fast vergessen, dass wir hier Doppelsprung machen können. Oh, wir müssen sowieso Münzen sammeln, damit ich mein Aussehen wieder verändern kann. Moment mal, da hinten habe ich... Ich habe eine bestimmte Zeit. Sofort drücken, gemein. Merch wird da später schon sauber. Okay, das war der absolute Hammer, Leute. Jetzt nur noch 2 weitere. Leider sehe ich sie nicht, weil ich die Kamera nicht drehen kann. Aber ich glaube, wir gehen richtig. Hoffe ich. Bitte, bitte. Okay, nice. Da ist einer. Oh, je nice. Über uns. Ich liebe seine Sprüche, die sind wirklich lustig. Das Problem ist, ich kann meine Kamera nicht drehen. Das ist so merkwürdig, wirklich. Das ist so merkwürdig. Ich bin ein bisschen klaulig, Leute. Oh, muss ich darüber? Anscheinend schon. Okay, hier ist die vorletzte. Gib mir die Münzen. Gib mir die Münzen. Die Münzen brauchen wir alle. Endlich können wir schlafen, Leute. Unser Traum wird wahr, bei der Arbeit einfach schlafen und Geld verdienen, weil keiner mir nachweisen kann. Quasi kann man mich auch gar nicht kündigen, denke ich, oder? Ich glaube, man kann mich gar nicht kündigen, weil ich meine, die haben keine Beweise. Okay, nice. Gib mir die ganzen Münzen. Das ist sehr, sehr gut. Endlich können wir zur Schule fahren und unser Outfit ändern, weil ich will mein Outfit ändern. Ich will nicht mehr so aussehen. Ich sehe verdammt komisch aus, okay? Ich will in Unterhosen so laufen oder so. Oder keine Ahnung was. Ich will auf jeden Fall irgendwas anderes machen. Endlich kann ich mal schlafen. Ihr dummen Drohnen, kehrt zu eurer hässlichen Familie zurück. Nein. Was? Luschen, okay, Mission erfüllt. War zum Haus der Simpsons. Moment mal. Kann ich jetzt schlafen oder nee? Ich glaube nee, Leute. Oh, was ist das? Oh, das ist ja mal... Okay, das sieht eklig aus. Das sieht sehr giftig aus. Was ist das hier überhaupt? Leute, ich habe irgendwas gemacht. Okay, tut mir leid. Ich gehe da mal weg. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Jetzt wirklich nicht. Okay. Auf in den Wagen und auf nach Hause und mal. Hier kann ich Geld bekommen. Ja, ich glaube, ich sollte mal das Geld mitnehmen. Ich denke, das könnte eine gute Idee sein. Es gibt hier übrigens sehr viele Autos. Wir können die aber nicht alle freischalten, weil wir momentan noch Level 1 sind. Was ein bisschen traurig ist. Aber okay. Die Telefonzellen sind dazu da, um Autos zu holen. Aber wir haben ja momentan ein Auto, deswegen... Damit sollten wir uns zufrieden geben, weil ich mag das Auto. Es ist ein pinkes Auto, okay? Das ist verdammt auffällig. Die Leute schauen bestimmt mein Auto an. Auch wenn es vielleicht nicht das Schönste ist, aber es sieht sehr stylisch aus und das ist das, was zählt. Meine Frage Kannst ist so... Du nicht sehen, dass ich hier fahre? Wo ist die Schule, Leute? Wo ist die Schule? Weil ich will echt gerne mein Outfit ändern. Oh, vielleicht kann ich hier sogar mein Outfit bei der Telefonzelle ändern. Kann das sein? Man kann es hier mal versuchen, ich bin mir nicht sicher. Kommando, nee. Okay, hier haben wir nur das. Nein, man kann hier nur Autos bekommen, leider. Können wir neue Autos holen? Das hier, wie viel brauchen wir dafür? Wie viele Münzen brauchen wir dafür? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die schaltet man frei, wenn man Mission spielt. Ja, ich glaube, die schaltet man frei, wenn man Mission spielt. Okay, sehr gut zu wissen. Ich glaube, wir sollten erstmal nach Hause fahren, weil sonst gibt uns Schmorridge wieder Ärger. Und hier können wir ein Rennen fahren. Ich würde echt gerne mal ein Rennen fahren. Warte, wo kann ich genau hier... Ach, da hinten. Kann ich mich einfach draufstellen? Ich glaube sogar, ja, gegen ihn? Gewinn alle Rennen, um ein Auto zu bekommen. Oh mein Gott, natürlich werden wir das machen, Leute. Natürlich. Friss meinen Staub. Aber, Moment mal, ich will gerne mit dir... Okay, wir steigen aus. Endlich die Mille aus. Wir steigen aus für dich. Was willst du denn hier? Patty und Selma wollen mir keinen Führerschein geben, ohne Stützräder zu fahren. Es sei denn, ich mache die Fahrprüfungen. Du bist ein Kind. Du bist ein Kind. Sein 1 gegen die Zeit. Du musst im Ziel sein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Lass dein Fahrzeug heil. Okay, gut zu wissen. Okay, alles gut. Ich merke mir das. 2, 1, let's go. Okay, Zeit für Rennen, Leute. Ich gebe extrem Gas. Ist er dabei? Nein, er ist nicht dabei. Wir müssen alle Punkte erwischen. Oh, ich sehe schon, das ist wie in GTA. Definitiv wie in GTA, hundertprozentig. Boah, hier gibt es sogar eine Menge Münzen. Das lohnt sich ja richtig, so ein Rennen hier zu machen. Okay, das ist sehr, sehr nice. Oh, komm schon. Mit dem Controller wäre es natürlich wesentlich einfacher, aber ich spiele jetzt gerade auf der Tastatur, deswegen... Schaffe ich das überhaupt? Ja, normalerweise müsst ihr es schaffen, oder? Oh, wir müssen 5 Runden fahren, Leute. 5 Runden. Und dann, ohne Unfall zu bauen. Oh, das mit dem Unfall, das wird gar nicht so einfach. Manchmal spinnt mein Auto extrem rum. Gott, mittlerweile wünschte ich wirklich, ich hätte ein besseres Auto. Leute, schaffen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wird sogar relativ knapp. Wir haben nur noch 1 Minute Zeit.
Und wir müssen noch ein paar mehr Runden fahren. Oh Gott. Beeil dich. Später kommt dann noch schwere Missionen, weil die anfänglichen Missionen sind gar nicht so schwer. Aber später wird es wirklich, wirklich schwer. Und ja, ich denke, das müssen wir hinbekommen. Oh mein Gott, nein. Vor weiter. Ich hab Angst. Okay, zerstör das Auto nicht, weil das könnte uns jetzt alles zerstören. Und wir haben's. Oh, noch eine Runde? Nein, oh mein Gott, mein Auto. Oh nein, okay, ich muss mal aufpassen. Oh, das ist nicht passiert. Okay, wie auch immer, alles gut. Alles bestens. Okay, oh mein Gott, ich habe echt Panik, Leute. Wie jetzt? Noch eine Runde? Oh mein Gott, da ist das Ziel. Das ist so deprimierend. Ich werde deinen Führerschein ein Jup-Jup verfüttern. Du kannst okay. Ein von drei Rennen abgeschlossen, Glückwunsch. Nur ein von drei Rennen, das war ja gar nichts, das war ja wirklich wenig. Fahr zum Haus der Simpsons. Okay, was für ein... Ah, ich müsste quasi nochmal machen. Wisst ihr was? Oh, mein Auto ist so zerstört. Das ist ein bisschen glaulich, Leute, gerade. Ich bin echt glaulich. Okay, wie auch immer. Lass uns nach Hause fahren. Lass uns einfach die Mission weitermachen. Und einfach so tun, als wäre nichts passiert. Und hier können wir es reparieren. Da oben ist eine Sammelkarte. Sorry, Leute. Ich will die unbedingt bekommen. Ich liebe Sammelkarten. Ich kann nicht einfach die Sammelkarte ignorieren. Kann ich dieses... Stopp! Oh, nice. Wir haben das Teil gerackt. Kann ich nicht mein Aussehen auch irgendwo anders verändern? Müsste ja normalerweise gehen, oder liege ich falsch? Da ist doch eine. Ist das denn ernst? Oh mein Gott, diese Teile geben so viel Münzen. Einerseits hasse ich diese Teile nicht, meine... Die sind verdammt provozierend, aber zum anderen mag ich sie dann doch, weil sie Münzen einbringen. Und da oben ist eine Sammelkarte. Ich weiß nicht wirklich, was sie einbringt. Was macht die genau? Ui, schön. Oh. Meine alte Sammelleidenschaft. Okay, das sind einfach nur Sammelkarten, die man sammeln kann, wenn man möchte. Aber ich meine, wenn man so eine Sammelkarte sieht, wer will die nicht einsammeln? Ich sammle die hundertprozentig ein. Hundertprozentig. Versuchen wir es mal. Auf geht's nach Hause. Ich finde übrigens das Haus, was sie haben, ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß nicht wieso, ich find's einfach cool. Oh, da können wir Geld bekommen. Hier, genau das war die Stelle, wo ich nicht weiß, wie man Geld bekommen kann. Ich habe keine Ahnung, wo man hier... Ach, da, Moment mal. Meint er die... Bitte verklag mich nicht. Ist das der Typ? Ich will nur mal kurz aussteigen, weil können wir ihn irgendwie schlagen, sodass er mir Geld gibt? Wirst du Gil aushelfen? Oh, hier können wir Sachen kaufen. Ich verstehe, hier können wir Autos kaufen und so weiter und so fort. Für 100 Münzen können wir sogar schon so einen Wagen holen. Statistik einzeigen. Also Tempo und so weiter und so fort. Okay, ich sehe schon. Das sind aber alles komische Wagen. Ich will die alle gar nicht haben, obwohl die sehr robust sind. Aber ich will die gar nicht haben, weil die irgendwie nicht meinem Geschmack entsprechen. Deswegen, sorry, ich gehe nach Hause. Irgendwie gibt es immer irgendwas auf dem Weg, was mich irgendwie aufhält. Da haben wir wieder eine Telefonzelle, da brauche ich aber nichts kaufen. Ich würde echt gerne mein Outfit immer noch ändern. Also ich will das schon die ganze Zeit. Ich werde auf jeden Fall die Stelle finden, wo ich das tun kann. Ich werde auf die Map achten. So sehr, wie ich noch nie in meinem Leben getan habe. Und wir sind zu Hause. Nice. Geh in das Haus der Simpsons. Okay, das mache ich gerne. Zu Hause ist es immer am schönsten, hundertprozentig. Und ich bin da. Okay, was hat sie... Setz dich aufs Sofa. Das ist eine coole Mission. Der bärtige Zeichentrickschöpfer in einem peruanischen Gefängnis eingekerkert bleibt. Zu weiteren Nachrichten. Unsere Bürger sind außer sich wegen der Entdeckung von Überwachungskameras überall in der Stadt. Ah, das sind die Bienen. Ins Rathaus, wo Bürgermeister Quimby Fragen einer wütenden Menge beantwortet. Diese Minikameras sind eine Unverschämtheit. In den Ankleidezimmern unserer Frauen spionieren, in den Badezimmern und Kleiderschränken. Es ist unverzeihlich. Ich glaube, ich spreche für alle Bewohner von Springfield, wenn ich sage, wo bleiben diese sexy Aufnahmen? Ja. Zu anderen unerklärlichen Nachrichten. Merkwürdige schwarze Vans sind überall in der Stadt aufgetaucht. Matsch, der schwarze Van spioniert uns nach. Oh, Homie, du bist so sexy, wenn du paranoid bist. Oh mein Gott, okay. Ich bin sexy, wenn ich paranoid bin. Ich meine, wenn in den Nachrichten steht, hey, diese Autos sind gefährlich, dann bin ich nicht paranoid. Aber ich find's gut, dass sie sexy findet. Untersuch den schwarzen Van und folg ihm, lass ihn nicht entkommen. Okay, super. Was hat das damit auf sich? Was hat es mit diesen Vans auf sich? Das ist das, was ich wissen will, weil keiner spioniert uns. Keiner. Okay, wie auch immer. Auf in den Wagen, in meinen Lieblingswagen. Gott, ich liebe diesen Wagen einfach so sehr. Also dürfen wir uns nicht... Okay, jetzt fährt er von mir weg. Ist klar, jetzt fährst du weg, okay? Jetzt fährst du weg, ich verstehe schon. Ich verstehe den Sinn dahinter. Wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil sobald wir zu weit weg vom Van sind, dann werden wir verlieren. Oh, ich liebe diese Pink Panther Musik im Hintergrund. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Oh Gott, es tut mir leid, Lady. Oh, was tue ich da? Ich bin echt nicht gut im Fahren, Leute. Ich bin echt nicht gut im Fahren. Komm schon. Oh, mein Auto spinnt rum. Manchmal spinnt das Auto so richtig komisch rum. Das ist wirklich merkwürdig. Aber solange ich hinter... Okay, er kann auch nicht besser fahren als ich. Ich glaube, hier in der Stadt ist es komplett normal, wie die Leute fahren. Oh mein Gott. Okay, durch den Campingplatz. Oh nein. Oh mein Gott. Sagte der, der alle Menschen überfährt. Okay, schön hinter ihm bleiben, Leute. Er wird aber auch langsamer. Ich habe das Gefühl, dass er mir quasi länger eine Chance lässt.
wenn ich quasi einen Unfall mache, dass er langsamer wird. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so fair ist, dass er auf mich wartet wenigstens. Okay, solange wir hinter ihm bleiben, ist alles in Ordnung. Aber ich will wirklich wissen, womit es da auf sich hat. Moment mal, hier arbeiten wir. Was genau geht hier vor sich, Leute? Wo lang fährt er? Hier war ich übrigens noch gar nicht. Also wir waren hier quasi bei meinem Arbeitsplatz. Oh mein Gott. Leute, ich komme hier gar nicht klar. Okay, ich sehe ihn zum Glück noch. Bleib stehen! Hör auf, so schnell zu sein! Oh Gott, hier sieht es sehr giftig aus. Wir arbeiten ja auch in einem Atomkraftwerk, wo es auch relativ giftig sein sollte und sehr, sehr ungesund, gehe ich mal von aus. Oh, da sind eine Menge Bienen. Hätte ich die Zeit, würde ich da hingehen und sie alle eliminieren, damit alle Münzen mir gehören. Und damit ich endlich mein sexy Outfit kaufen kann. Das wäre ein Traum für mich, ein Traum! Wie lange muss ich dem Teil überhaupt noch folgen? Habe ich geschafft? Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte, alte Affenskelett. Okay. Wir haben die Mission geschafft. Yeah! Fahrt zum Supermarkt. Okay. War dieser Typ nicht so ein alter Typ? Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein alter Knacker war. Wie gesagt, ich kenne die Charaktere nicht alle auswendig. Deswegen bin ich ein bisschen glaulich. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolümmel. Aber okay, auf zum Supermarkt. Mein Müsli fehlt. Ich habe gar kein Müsli mehr. Wie soll ich ohne Müsli leben? Oh, Leute, hier kann man wieder ein Rennen fahren. Ich würde echt so gerne ein Rennen fahren. Ist es wieder derselbe? Oh, das ist wieder derselbe. Obwohl, wisst ihr was? Wir fahren jetzt mal zum Supermarkt. Ich muss ja nicht die ganzen kleinen Sachen machen. Oh, wir haben sogar eine Münze dafür bekommen, dass wir die Ampel angestoßen haben. Für was man hier alles Münzen bekommt. Und hier können wir uns heilen. Es gibt hier so viele versteckte Stellen. Das liebe ich an Spielen, wenn es viele versteckte Stellen gibt. Und man so viel erkunden kann. Und wir sind da. Sprich mit Marge. Oh nein, wir werden wieder Ärger bekommen. Bitte nicht schlagen, Marge. Okay, bevor ich jetzt mit ihr spreche, werde ich erstmal das ganze Geld holen. Oh, das fühlt sich so gut an. Das ist so viel. Und rede mit Marge. Mr. Burns spioniert allen nach. Wir müssen ihn verfolgen. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt. Und das müssen wir loswerden. Der? Das Kinder schlecht beeinflusst. Mit seinem Blupsern und Piepsern. Aber das klingt doch herrlich. Und genau deshalb sollten wir es vernichten. Wie was? Du meinst? Nein, ich will kein Videospiel vernichten. Okay, wie auch immer. Rahm den Lieferwagen und sammel die Bohnen. Sturmspieler ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Okay, ist das so eine Art GTA oder so? Versuchen wir Marge fährt mit mir. Oh nein, Leute, wenn Marge mit mir fährt, dann haben wir ein Problemchen. Wir müssen alle Sachen einsammeln, oder? Das heißt, einfach nur hinter dem Teil... Oh, da haben wir es. Also wir müssen quasi die ganze Boxen einsammeln, ich sehe schon. Okay, einfach nur... Müssen wir ihn anstupsen oder nicht? Wir müssen ihn anstupsen, oder? Ah, Gegenstand fallen gelassen. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir ihn anstupsen, lässt er eine Box fallen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht versichert. Wir haben übrigens voll das geile Auto. Das ist nicht dasselbe, oder? Nicht so gut. Oh, nice. Oh, ich hab mein Oh, Auto nein. Oh. Auf den oh, gefährlich. Sport oh mein Gott, was tue ich da? Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Box fallen lassen? Ich sehe keine. Oh, oh. Sieh her, freihändig. Leute, wir haben Probleme. Wird das gar nicht Komm schon, gib mir das. Okay, nice. Nice. Noch vier weitere. Ich glaube, wir müssen anstupsen. Stimmt. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ja, das bilde ich mir nicht ein. Wer muss ihn wirklich anstupsen? Vor allem, wer fährt mit so einem Truck? Der Truck ist hinten komplett offen. Als würde das dem Fahrer nicht auffallen. Okay, komm schon. Noch zweimal. Ach du meine Güte. Oh mein Gott, ich bin so aggressiv. Ich bin der böse, böse Homer. Okay, letzter. Fahrt zum Haus der Simpsons. Okay, wir haben jetzt irgendwas... Wir haben das Spiel zerstört oder so und der Truck ist angehalten. Das wird mich was kosten. Ich schätze mal, ihm ist gar nicht aufgefallen, dass wir hinter ihm waren. Ich bin mir nicht sicher. Nee, wahrscheinlich ist ihm das gar nicht aufgefallen. Gut, alle. Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Marge, du weißt doch, dass ich verrückte Vorhaben verabscheue. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss meinem Boss nachspionieren. Okay, das ist dein Boss. Okay, gut zu wissen. Was macht sie da? Was war das für Geräusche? Marge, du hast mir Angst. Ich habe Angst vor dir. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Okay, wir haben mal. Wir müssen nicht glauben, wo ist mein Wagen überhaupt? Zum Glück haben wir gleich eine Telefonzelle. Mittlerweile gibt es ja gar keine Telefonzellen mehr in unserer heutigen Zeit. Weil jeder ein Handy hat. Nehmen wir ehrlich, Telefonzellen sind ausgestorben. Mir fällt das gerade auf. Hey, Partner. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber... Du bist blöd. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir können trotzdem dasselbe nutzen. Sehr, sehr gut. Kann ich auch einen anderen Wagen kaufen? Nein, kann ich nicht. Gibt es hier auch einen richtig schnellen Wagen? Oh, ich glaube, das ist das schnellste. Der hat nur zwei Beschleunigungen. Moment mal, unser hat nur ein Beschleunigung. Beschleunigung ist was anderes.
Tempo, ich verstehe. Unser Wagen hat eine gute Beschleunigung, aber der Wagen ist ziemlich gut. Der hat ein hohes Tempo und eine mittelgute Beschleunigung. Ich frage mich, ob es hier einen Wagen gibt, der eine extrem hohe Beschleunigung hat. Wahrscheinlich kommt er später erst. Aber okay, ich würde ihn gerne holen. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Danke. Ich kraul dir auch den Rücken. Oh, du kannst mir den Rücken kraulen. Ich liebe das. Ich liebe das extrem in meinem Leben. Ja. Aber okay, wie auch immer. Was war nochmal die nächste Mission? Ah, genau, wir müssen unseren Boss nachspionieren, weil er... Oh mein Gott, der arme Mensch. Er wurde auf... Hier kann keiner fahren, Leute. Ich brauche mich nicht mehr schlecht zu fühlen. Aber dieser Boss, der filmt alle irgendwie. Das ist wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, was er vorhat. Vielleicht ist er ein Perversling oder so. Ich weiß es nicht wirklich, aber der Typ ist verdammt merkwürdig. Und oh mein Gott, hier kann keiner fahren. Deswegen, ich muss meinem eigenen Boss nachspionieren. Das Problem ist, wenn er das mitbekommt, wird er mich wahrscheinlich kündigen, weil ich meine... Wenn der Boss was mitbekommt und hier gibt's Geld. Okay. Wir ignorieren ihn erstmal, okay? Wir ignorieren ihn. Da gibt's ein Ausrufezeichen. Ich habe keine Ahnung, was die Sachen alle sein sollen. Ich will immer noch mein Outfit ändern. Wir müssen auf jeden Fall zu... Wie heißt die nochmal? Maggie? Zu Maggies Schule fahren und da können wir dann unser Aussehen ändern. Das weiß ich noch. Aber bestimmt gibt's auch noch andere Orte, wo wir das tun können. Ich hoffe, wir finden welche. Ich frage mich, um ganz ehrlich zu sein, was mein Boss gerade macht, aber ich denke, der verdient echt viel Geld. Ich meine, der hat eine eigene Atomkraftwerkfabrik. Sprich mit Karl. Oh, den kenne ich. Hey, Homer, sieht aus, als wäre das wieder eins deiner typischen Abenteuer. Gefahr! Mr. Burns! Mini-Kameras! Schwarze Vans! Ein Glück, dass ich betrunken bin. Dämliche Trunkenrolle. Oh nein! Der wird Mr. Burns warnen. Nicht zu fassen, dass ich am selben Tag gegen denselben Typen nochmal antreten muss. Wie jetzt? Oh, the Fat and the Furious. Okay. Sei schneller als Smithers beim Anwesen von Mr. Burns. Okay. Leicht. Ich beile mich. Beil dich. Oh mein Sahne. Gott. Schnell. Wo lang soll ich überhaupt? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich soll. Soll ich einfach hinter ihn herfahren oder wie sieht's aus? Ich sehe auf der Map nicht, wohin ich... Ach doch, auf dem Boden sehe ich die Pfeile. Oh Gott, nein, ich hab nicht die Abkürzung genommen. Das war ja eine Beleidigung. Oh mein Gott, er nimmt die Abkürzung. Oh nein. Oh Gott, okay, da war wieder eine Abkürzung. Oh Leute, jetzt wird's gefährlich. Oh mein Gott. Wenn man unter Druck ist, dann fährt man echt wesentlich schlechter. Er hat schon wieder eine Abkürzung genommen. Er nimmt die ganze Zeit die besten Abkürzungen. Wieso tue ich das nicht? Oh Leute, das sieht aus, als würde ich verlieren. Ich glaube, ich würde verlieren. Oh mein Gott, der Typ ist so schnell. Ich glaube, wir könnten ihn nicht so neu starten. What? Alter. Okay, ich kann nicht fahren. Es ist eindeutig, ich kann wirklich nicht fahren. Aber irgendwie wartet er auf mich. Wieso wartet er so komisch auf mich? Warte mal, wir können ihn einholen. Geh zur Seite. Ah, der Wagen driftet so komisch. Nein. Nein. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh Gott, dieser Typ, der ist echt hardcore. Man muss auch wirklich hier anhalten bei den Kurven, weil... Das ist nicht mehr normal. Leute, wenn wir jetzt noch gewinnen, dann habe ich keine Ahnung mehr, wie wir das überhaupt machen. Also wirklich gar nicht. Jetzt komme ich. Ah. Boah, ich bin so angespannt. Ich bin wirklich so angespannt, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Er hat schon wieder eine Abkürzung genommen. Ist der gestört? Ich kenne diese ganze Abkürzung nicht. Oh mein Gott. Wie lange dauert der Weg noch? Okay, komm schon, beeil dich. Beeil dich. Okay, wo lang? Einfach hier. Okay, ich sehe schon. Nimm mal eine Abkürzung. Ich hoffe, hier gibt es keine Abkürzung mehr. Normalerweise ist er auch gar nicht so... Nein, geh zur Seite! Oh mein Gott, der Typ, den juckt einfach gar nichts. Nein! Ich bin so angespannt. Oh nein, da war wieder eine Abkürzung. Er nimmt sie. Sind wir da? Bitte sag mir, wir sind da. Ich bin gerade Platz 1. Ich will einfach nur da sein. Mein Wagen, der läuft schon. Oh nein, ich wette mit euch. Ich habe wieder eine Abkürzung übersehen. Ist aber zum Glück der richtige Weg. Das ist schon mal das Gute. Oh mein Gott, wo lang? Mein Wagen geht gleich kaputt. Was genau ist jetzt los? Homer verliert gar nicht gern. Danny auch nicht. Ja, keiner verliert gern. Mein Wagen wird zerstört. Mach schon. Leute, wenn mein Wagen nicht gleich zerstört ist, ich kann mich entscheiden. Entweder ich gewinne das Rennen oder mein Wagen explodiert. Das ist auch voll das lange Rennen. Oh! Sprich mit Mr. Burns. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid, Chef, ich liebe Sie. Sie, Montgomery Burns, es ist alles nur Ihre Schuld. Ich klage Sie an. Sir. Bitte, ich geb's zu. Ich hab Amelia Earharts Flugzeug abschießen lassen. Dieses Vibes-Bild wurde zu dick für ihre Reithose. Nein, sie spionieren Springfield aus mit ihren schwarzen Vans und ihren Überwachungskameras. Schwarze Wagen? Stehen die nicht irgendwie in Verbindung mit so einem Pizzaladen? Was? Nur Pizza-Lieferwagen? Ich bin ein fünftklassiger Idiot. Smithers, lassen Sie die Hunde los. Wenn dieser Einfallspinsel ein Angestellter des Kraftwerks ist, entlassen Sie ihn sofort.
Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Oh mein Gott. Story Mission. Was? Bonusmission. Straßenrennen. Level vollendet. Über die Missionsauswahl kannst du zu diesen Leveln zurückkehren. Okay, sehr, sehr cool. Soll das Spiel gespeichert werden? Ja, das wäre cool. Okay, nice. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Ich mag das. Es gefällt mir. Speichern erfolgreich. Oh, wir haben die Mission geschafft. Das war eine richtig krasse Mission. Das war die schwerste bis jetzt. Sprich mit Milhouse. Das war bei weitem die schwerste Mission. Wow. Oh mein Gott, wir sind Bart. Yay! Yeah, ich liebe es. Ich liebe es. Moment, ist da oben eine Sammelkarte? Ich glaube, da oben ist eine Sammelkarte, Leute. Komm schon, hol sie dir. Oh, das wird gar nicht so einfach sein. Oh, nice. Er ist wesentlich beweglicher als Homer. Ich muss das neue Spiel Bonestorm einfach haben, sonst bin ich so uncool wie Milhouse. Hey, das habe ich mitgekriegt, Bart. Hey, das ist es. Du solltest hier lieber verschwinden, Bart. Rektors Kinder ist auf der Suche nach jedem, der heute die Schule geschwänzt hat. Und wenn du erwischt wirst, wird man dich der Schule verweisen, Bart. What? Der Schule verweisen. Ist doch gut. Okay, Spaß. Spaß. Scherz. Geh zum Rektor Skinner aus dem Weg, fahr zum Shrine Safe, ehe die Zeit abgelaufen ist. Okay, beeilen wir uns. Simpson stets zu Diensten. Oh mein Gott, was ist das für ein Auto? What the freak ist das für ein Auto? Jetzt ist Bart Time. Oh mein Gott. Das sieht episch aus. Asphaltfresser. What? Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Nein, das war eine Abkürzung. Ich bin launisch. Oh, ich bin kein Homer mehr. Ich hoffe, wir kehren nochmal zu Homer zurück. Stand. Genauso, oh nein. Weil ich sterbe, oder? Glaube ich schon. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Wo soll ich überhaupt lang? In der Hölle mit einem blitzschnellen Witz. Ich habe nicht mal Ahnung, wo ich lang soll, Leute. Ah, ich muss da lang, wo die Karte mir sagt, dass ich lang soll. Aber wir müssen ihm aus dem Weg gehen. Ich verstehe. Oh nein, oh nein, oh nein. Lass mich in Ruhe. Hier sind Löcher drin. Oh, das lässt sich schwer fahren, Leute. Was soll ich genau tun? Ach, sollen wir ihn zerstören? Ich glaube, wir sollten ihn zerstören. Ah, das ist der Gegner, okay. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ob wir ihn entkommen müssen, ob wir ihn zerstören sollen. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass wir ihn entkommen müssen. Vor allem, wir sind in einer Gegend hier eingesperrt, wo wir quasi gar nicht rauskommen. Oder liege ich falsch? Okay, ich fahre mal um mein Leben jetzt. Was meine Shorts, du das war's? Niemand kann das besser. Oh, fahr zum Train Save. Aber er darf mich doch immer noch nicht sehen, oder? Oder kann er mich trotzdem sehen? Ich bin mir nicht genau sicher. Aber wir wollen nicht von der Schule verwiesen werden, obwohl er hat mich doch gerade schon gesehen, oder? War das nicht der Direktor? Ich bin mir nicht sicher, aber okay, wie auch immer. Ich glaube, man kann sogar das Aussehen von Bart verändern, ne? Das wäre extrem nice, wenn man das könnte. Ich hoffe, man kann das. Dann würde ich das auf jeden Fall tun. Ja, ja, ja. Wird ein Traum sein, Leute. Hundertprozentig. Aber okay, wie auch immer. Boah, ich liebe diesen Wagen. Dieser Wagen ist extrem episch. Ich meine, wer hätte nicht gerne so einen Raketenwagen? Wäre sowas in Deutschland erlaubt, dann würde ich mir sofort sowas auf jeden Fall kaufen. Das wäre ein Traum. Hundertprozentig. Diese Löcher sind verdammt krass. Wow. Es ist verdammt gefährlich. Okay, wir sind da, glaube ich. Und erstmal, bevor ich zur Mission gehe, ich will kurz ein bisschen was bekommen. Vielen Dank, das nehme ich gerne. Ich nehme gerne die ganzen Münzen. Und muss ich mit dem Typen reden? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Er hat so ein Ausrufezeichen dort. Hey. Zu spät, ihr Versager. Ich habe das letzte Spiel abgesahnt. Mit einem Vierfinger-Rabatt. Irgendeine verrückte Lady hat den Rest kaputt gemacht. Wann schnallen die es endlich? Videospiele bringen niemanden um. Sie töten nur ihre Gehirne. What? Ey, du bist beweglich. Respekt dafür, wirklich Respekt dafür. Kann ich das Auto nehmen? Oh mein Gott, was ist das hier? Das sieht cool aus, Leute. Ja, ja, ja. Aber, oh mein Gott, tut mir leid. Das war ich nicht. Das war jemand anders. Okay, wo soll ich jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Aber ich liebe meinen epischen Wagen, Leute. Muss ich sprich mit Klasse, irgendwen? Corny oder so. Bam, bam, bam. Okay, komm schon. Oh, das ist ein Polizist. Wie kriege ich nur das neue Videospiel? Wen interessiert das? Videospiele gab es so in den späten 90ern. Verbotene Feuerwerkskörper sind im Moment absolut in. Also beeil dich ein bisschen, wenn du diesem Trend folgen willst. Verbotene Feuerwerkskörper? What the frick? Sammel Feuerwerkskörper im ganzen Springfield ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Geh Chief Wiggum aus dem Weg. Okay. Von mir okay, aus? Okay, okay. Oh mein Gott, wo laufe ich lang? Ich habe keine Ahnung. Aber wie auch immer... Feuerwerkskörper? Wieso holt er nicht einfach seine Videospiel? Fahr zu Mo. Hey, soll ich nicht irgendwelche Feuerwerkskörper aufheben? Okay, wie auch immer. Oh, hier kann man sich waschen. Kann man? Ich glaube sogar ja. Okay, das ist cool. Das Auto wird drinnen repariert. Das ist der absolute Hammer. Aber okay, wie auch immer. Wo soll ich lang? Ich bin mir nicht genau sicher. Ach, da ist er schon. Sprich mit Otto. Sorry. Eine Kiste deiner besten chinesischen Froschlauncher, bitte. Hier sind 2 Kilo chinesische Himmelsblitze. Die pusten dich ins All. Danke. Jetzt bin ich Flo. Yay. Aufgabe erfüllt. Das ging schnell. Haben wir das von ihm gekauft? Ich glaube, wir haben das von ihm gekauft.
Okay, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, mein Freund. Ich weiß es sehr zu schätzen. Für deine super coolen Feuerwerkskörper. Okay, ich fahre jetzt einen Umweg. Ich weiß. Oh Gott. Es ist wirklich schwer zu fahren, wenn der Boden so verdammt komisch aussieht. Warte mal, ich bin gerade im Kreis. Wieso fahre ich im Kreis? Also, what? Okay, das, was genau? Habe ich schon was vergessen? Ich habe was vergessen. Ich muss da rein. Och, das war so unnötig, dass ich einmal dumm gefahren bin. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wir sind in einer Bar. Sprich mit Mo. Hey, Mo. Hey, Mo. Wollen wir reden? Er will nicht mit mir reden, ich bin traulich. Wie soll ich mit ihm reden? Komm schon. Vielleicht soll ich mich an die Bar stellen. Tut mir leid, Bart. Ich darf keinen Alkohol an Minderjährige ausschenken. Wieso nicht? Nicht richtig. Ich bin hier, um Feuerwerkskracher zu kaufen. Na super. Also, darf man überhaupt Feuerwerkskörper... Ja, natürlich darf man das, natürlich. Ich glaube, die darf man aber erst ab. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man 4 Jahre alt ist, dass man Feuerwerkskörper kaufen kann. Könnte ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß das schon? Doch, es gibt bestimmt dafür ein Gesetz. Aber okay, wie auch immer. Zurück. Jetzt machen wir einen drauf. Okay. Auf in meinen Raketenwagen. Ich liebe meinen Raketenwagen. Fahr zum Rathaus von Springfield. Okay. Ich mag den Wagen. Kann ich den jetzt öfter fahren? Kann ich den einfach so bestellen? Rechts stehen. Ich glaube, jeder Charakter hat einen anderen Wagen, gehe ich davon aus. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass Bart auf jeden Fall einen anderen Wagen hat als Homer. Und ich liebe das Raketenauto. Einer meiner Lieblingswagen, hundertprozentig. Und hat er seine Hände überhaupt am Steuer? Ich glaube, er steuert das Teil nicht mehr. Das Teil fährt automatisch. Das ist quasi ein Auto der Zukunft, kann man nicht anders sagen. Aber okay, wie auch immer, wir sind da. Natürlich muss ich immer 10 Leute überhaupt fahren, bevor ich zu einer Mission gehe. Ein Dutzend deiner besten Tijuana-Toilettenkracher, mein Freund. So, hier, kleiner Gangster. Danke, ich bin Gangster. Du musst dir aber nicht die Hand weg, oder doch? Puh, was geht mich das an? Das war gemein. Jetzt hast du mein Herz ein bisschen verletzt damit, hundertprozentig. Fahr zum Polizeirevier. Oh, Leute. Okay, ich habe nicht so lange Zeit. Ich würde gerne diese Bienenkameras zerstören. Ich wusste am Anfang nicht mal, dass es Kameras sind, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich habe leider nicht allzu viel Zeit. Wir haben nur noch 30 Sekunden, fällt mir gerade auf. Schaffen wir das überhaupt? Vielleicht sollte ich nicht im Gegenverkehr fahren. Weil das könnte Probleme machen. Wieso wechselt er einfach so deine Spur? Geh zur Seite, du Loser. Geh zur Seite. Hier kommt Bart Simpson. Das ist richtig. Ist nur ein Kratzer. Die Menschen sind gestört, Leute. Die Menschen sind gestört. Und ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ralph. Sprich mit Ralph. Hey, Ralph. Man munkelt, dass du Zugang zum Feuerwerksvorrat eines Alten hast. Nach einem Feuerwerk dröhnen mir die Ohren. Hier sind ein paar Bonbons und jetzt her mit den Krachen. Mein Daddy wird dich ins Gefängnis stecken. Ist okay. Sehen. Ich bin minderjährig, ich komme nicht ins Gefängnis. Feuerwerkskörper, hä? Nice. Oh. Wir haben Probleme, Leute. Die Polizei hat uns gesehen. Gut. Oh nein, oh nein. Autsch! Ist das dein Ernst? Der Wagen gehört der Stadt? What? Der Wagen gehört mir! Oh mein Gott, der Typ will mich wirklich tot sehen. Wir brauchen irgendwas, wo wir uns reparieren können. Es könnte sein, dass wir sterben werden, Leute, wenn wir nichts finden, wo wir uns reparieren. Komm schon, gib mir irgendwas Gutes, wo wir uns reparieren können. Meine Güte, wir müssen der Polizei entkommen. Da oben. Da oben kann man sich reparieren. Bitte nicht so aggressiv. Oh Gott. Ich muss da oben drauf. Ich muss. Waren die schon immer oh hier? Mein Gott. Ja, ein Traum wird wahr, cool. Leute. Ein absoluter Traum wird wahr, gerade der in Erfüllung geht. Das war der coolste Sprung, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber okay, es wird Zeit. Es wird Zeit, um wegzufahren. Da oben kann man sich wieder reparieren. Irgendwie immer die gefährlichsten Stellen. Fahr weg. Ja. Jetzt habe ich Recht und Ordnung aber mal gezeigt, wo es lang. Oh mein Gott. Fahr zum. Was? Gogo-Komplex oder so? Ich habe keine Ahnung, was da stand. Aber meine Güte, das sind wirklich nicht mehr normale Missionen. Ich liebe die Musik im Hintergrund. Ich finde die ziemlich, ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wisst ihr was, Leute? Sprich mit dem Comicbook-Verkäufer. Soll ich... Okay, ich will noch mal kurz mit ihm reden. Also, hey! Hey, Jabba the Fett, hast du eine Ahnung, Jabba wo ich das neue Bonestorm 2 herbekomme? Ich hab keine Zeit, mit dir zu reden. Nee, ich muss meine Abneigung gegen den neuen McBain-Film ins Internet posten. Bin traulich. Die Action war lächerlich und die Nacktszene war frustrierend kurz. Zum Fettmobil. Okay, wie du meinst. Aber müssen wir es so nennen? Oh mein Gott, sei schneller als die Streber beim Java-Server. No problemo. Oh man, okay. Das machen wir noch kurz. Dieses Rennen werde ich sowas von gewinnen. Ich werde jeden davon überzeugen, dass ich der wahre Rennfahrer bin oder wie auch immer. Oh Gott, der Typ ist echt schnell. Der Typ ist wirklich schnell. Hoffentlich habe ich damit nicht meine Memory-Karte. Ah, Nase juckt. Ich hasse das, wenn man Nase juckt während ich spiele. Das geht gar nicht. Oh, der Typ ist echt schnell. Der Typ hat voll das geile Wagen. Wo ist mein Raketenauto? Leute, ich brauche mein Raketenauto. Das ist klar, dass ich verliere ohne mein Raketenauto. Ich meine, was zum Teufel haben wir hier? Oh Gott. Okay, nimm einfach alle Abkürzungen, die du nehmen kannst.
Meine Nase hört nicht auf zu jucken. Immer in die schlimmsten Situationen, Leute. Immer in die schlimmsten Situationen. Schick mir eine Postkarte. Oh Gott, ich habe echt Angst. Wo ist das Ziel? Nein, da war eine Abkürzung. Ich nehme die Abkürzung. Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Ist da das Ziel? Oh mein Gott. Dein Ernst? Leute, wir können uns dankbar schätzen, dass er wenigstens Unfälle macht. Und wir müssen auf jeden Fall mehr Abkürzung nehmen, obwohl diese Abkürzung war jetzt schrecklich. Ich hätte locker gewinnen können. Nein. Oh, danke für den kleinen Stups. Hat mir sehr geholfen. Aber okay, lass uns jetzt gewinnen. Lass uns die Sven jetzt endlich gewinnen. Wir können die Abkürzung nicht nehmen. Ich hab mein Squishy verschüttet. Yes! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Die Suche nach Bonstorm 2 ist ziemlich zwecklos. Professor Frink hat eine Nachricht in meiner Newsgroup alt.pelztierchen.fanfiction.net gepostet, dass er alle verbliebenen Videospiele aufgekauft hat. Oh, what? Wie geht das überhaupt? Ich bin dir dankbar, wenn du in meinem Mittelklassewagen nicht stöhnst. Yay, wir haben die Mission erfüllt. Aber okay, das war's immer für die Folge. Fahr zum Stadion. Machen wir dann in der nächsten Folge. Lass mich wissen, ob ihr mehr davon seht. Hey Lady, ich will nicht mit ihr reden. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich will. Okay, besser so für sie. Sie geht jetzt zu ihm. Okay, wie auch immer. Das war's für die Folge. Falls ihr mehr Simpsons Hit Run sehen wollt, bewerten nicht vergessen. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.